Herzlich willkommen in diesem Schnitzvideo 2018, das erste, und es geht diesmal um eine kleine Schrift. Ich habe hier so eine Kugel, die passt hier so rein, ist rausnehmbar. Das Ganze ist in der Kombination, soll das mal so ein Preis zum Verleihen werden. Die Risse sind jetzt irrelevant, das spielt keine Rolle, sondern das soll einfach so mit da rein gehören, weil es eben Holz ist, man soll das so sehen. Hier unten kommt auf jeden Fall jetzt ein Schriftzug rein und ich werde einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich das jetzt mache. Ist halt so eine ganz einfache Arbeit aus dem Alltag und ich werde jetzt mit dem Geißfuß, ich habe hier einen Stich 39, 4 mm und damit werde ich jetzt erst einmal das alles herausholen, durchgehend, und das dann mit den kleineren Balleisen, sprich Balleisen 4 mm, Balleisen 6 mm und Schnitzmesser und so weiter dann noch nachschnitzen, und das versuche ich dann eben mal jetzt schnell durchzuführen. Ich nehme die Masse heraus mit dem Geißfuß und ich tue das Werkzeug schlägeln, weil diese Methode mir sehr viel Genauigkeit ermöglicht, dass ich punktgenau stoppen kann. Ich muss mir jetzt natürlich bewusst machen, dass es Bereiche geben wird, wo ich gegen die Faser schneide, ja, weil ich ja diese zwei Flanken habe. Und da muss ich mit sehr viel Fingerspitzengefühl zum einen arbeiten und das Werkzeug muss sehr, sehr scharf sein. Und da, wo ich dann mal ja, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl brauche, führe ich das einfach so mit Hand. Und ich werde das Ganze ja dann sowieso noch nachschneiden mit den Balleisen, aber mit dem Schlägel komme ich wirklich tief rein und kriege das meiste gleich mal heraus. So, das habe ich jetzt rausgeschnitzt mit dem Geißfuß. Ging auch recht zügig, überall die Masse weg, und jetzt werde ich das eben nachschnitzen. Nochmal so Kleinigkeiten kann ich eben auch mit dem Geißfuß schon machen. Das ist halt ein Projekt, was eben auch eher eng bemessen ist, und dann mache ich mir eben auch gleich mal den Geißfuß zunutze, dass ich möglichst damit gleich mal sauber schneiden kann bei so ganz engen Kurven oder wenn jetzt mal so ein Schnitt hier quer geht, hier unten bei dem E jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt noch ein Geißfuß, der ist noch eine Nummer kleiner, auch so ein Stich 39, nur 2 mm. Und wenn der halt sehr scharf ist, kann ich damit hier unten das sofort mit einem Schnitt dann nahezu sauber schnitzen, und die Eiche geht gut. Da werde ich jetzt einfach die Balleisen nehmen und das nachschnitzen, dass es dann noch etwas genauer wird. Und mein Ziel ist es dann, das möglichst schnell sauber zu bekommen. Und die Eiche macht es mir da auch relativ leicht. Werde jetzt hier so vorgehen. Wenn ich mal ein bisschen über den Strich hinauskomme, ist jetzt nicht so wild. Hauptsache, ich kann das jetzt relativ zügig abschließen. Wie gesagt, es hängt dann eben auch immer damit zusammen, wie dieses Projekt bemessen ist. Im harten Holz hat man es in der Regel mit so feinen Schnitzarbeiten dann hier leichter, was diese Kerbschnitte und diese Schriften betrifft. Bin ich jetzt hier mit diesem P schon fertig. Ich werde mich jetzt auf die Geraden konzentrieren und dann werde ich alle Rundungen angehen. Jetzt geht's los mit den Balleisen. Ich nehme hier das kleinste Balleisen, was ich habe, also 4 mm, weil ich das jetzt nicht mehr wechseln muss und dadurch auch schneller vorankomme. Und schneide einfach jetzt konsequent die Senkrechten nach, also alles, was gerade ist. Schneide ich jetzt mit dem Balleisen schön nach und dann werde ich auf die Rundungen gehen. In den Ecken nehme ich natürlich logischerweise noch das Schnitzmesser, weil ich da manchmal mit dem geraden Werkzeug eben nicht so gut reinkomme. Ja, dann nehme ich gerundete Werkzeuge, so flache und leicht gehöhlte Hohleisen, so ein Stich 5 zum Beispiel oder ein Stich 3. Kann ich eben auch schön in die Form reinziehen. Das sind ja immer sehr ja, eigenwillige Formen, besondere Formen. Und da passen die Werkzeuge nicht immer rein. Also muss ich auch manchmal ein kleineres Werkzeug nehmen und das da so ein bisschen reinführen. Aber der Stich 5 hat mir hier viel geholfen, kann ich gut verwenden. Hätte auch noch einen etwas breiteren nehmen können. Aber wenn ich auch hier das Werkzeug nicht so oft wechseln muss,
habe ich auch wieder einen Vorteil, dass ich da recht zügig eben vorankomme. Und dann nehme ich natürlich auch den kleinen Geißfuß, weil die Eiche, die ist einfach so dankbar, dass ich da wirklich auch mit dem kleinen, scharfen Geißfuß schon ein bisschen sauber schneiden kann und mir das dadurch auch wesentlich vereinfachen kann. Und das ist eben auch zu empfehlen, wenn man wirklich mal so eine Schrift schnitzt, dann auch Eiche zu verwenden. Ja, wenn man Anfänger ist, dann kann man sich natürlich auch an so einer Schrift einmal testen, wenn man das jetzt handwerklich gut hinbekommt, dass sozusagen der Riss unten in der Mitte, die Kerbe immer schön in der Mitte verläuft. Und wenn man das sauber hinbekommt, dass also keine Fusseln mehr stehen bleiben und ein schöner, klarer Schnitt entsteht, dann ist man sozusagen auch bereit für die nächst schwierigere Schnitzarbeit, ein Relief, zum Beispiel eine Blume oder was auch immer, kann man dann die nächst schwerere Stufe angehen. Ja, ich tue jetzt hier natürlich noch ein bisschen die Details ausarbeiten. Ich habe also Schritt für Schritt die Geraden, dann die Rundungen. Am Schluss kontrolliere ich einfach nochmal alles durch. So, da wäre ich jetzt am Ende angelangt. Ich korrigiere noch mal so ein paar kleine Rundungen hier. Steche da noch mal mit dem Eisen rein, dass das dann genau sich rumzieht, da unten in der Ecke eben, dass ich da einen schönen Schwung drin habe. Wenn ich noch ein paar kleine Fusseln habe, logischerweise korrigiere ich das dann. Und lass es dann aber im Großen und Ganzen so. Jetzt radiere ich aber das einfach noch weg hier. Außen. Das kann man dann mal schnell wegradieren. So. Und wenn mir jetzt noch irgendwas auffällt, dann kann ich das jetzt nochmal verändern. Aber ich werde es dann wohl im Großen und Ganzen so lassen. Wenn ich jetzt halt noch irgendwas sehe, was wirklich aus dem Rahmen fällt, dann kann ich mich auch noch mal ein bisschen entfernen von, ja, sozusagen von den originalen Buchstabenformen. Aber wenn das dann eben unsauber irgendwo aussieht, sollte ich dann vielleicht noch mal nachsetzen. Okay, das ist erstmal so geworden, erstmal so gut geworden und reicht jetzt erstmal aus. So, sieht das also fertig aus. Die Eiche wurde geräuchert, um sie so dunkel zu bekommen und damit schließe ich das ab. Die Schrift ist fertig. Bewerte dieses Video gerne positiv, abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, dann verpasst du keine Videos mehr, die hier jede Woche erscheinen sollen. Und hinterlasse auch gerne einen Kommentar mit Anregungen, was man besser machen kann, was dich interessieren würde und so weiter. Dann kannst du das gerne unterm Video reinschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja wahrscheinlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin viel Spaß auch mit deinen Schriftschnitzarbeiten, die du eventuell machst. Und wir sehen uns ja wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.